Wir bauen uns einen Hover. Naja, das Steineproblem hast du ja nicht mehr, ne? Nö, ich habe von jedem 200.000. Ach so, du siehst ja auch jetzt mein Geld. Oh mein Gott. Ja, kannst ja hier, also, das ist, also ich habe keine gelben, ich habe keine lilanen, ich habe nur einmal einen lilanen in T5 gekauft. Ich habe von T6 nur mal drei Ecken gekauft oder so. Also ich habe nicht wirklich viel Geld für Steine ausgegeben. Ich habe mir eine ganze fette Ecke Orange geholt, weil sie billig sind und gut sind. Habe ich dir ja schon erklärt gehabt, warum. Ja. Und Ja, dann habe ich das halt ist. alles in Rot gesteckt und einmal ein Fahrzeug in Gelb gebaut. Und das war es dann auch schon wieder. Also ich habe da jetzt nicht im großartigen Remi Demi mitgemacht oder so. Ja. Ich muss das Ganze jetzt einmal hier bauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen klein, mein Fahrzeug. Es ist natürlich jetzt erstmal Probe. Und wenn das dann nachher gut ist, dann was denn? Die können dir doch auch irgendwas schreiben, ne? Natürlich, steht dort noch. Ist so ein Chat. Und über Facebook kann man mir auch schreiben. Ja, also ich sehe es jetzt nicht, weil ich habe das im Vollbild laufen. Also wenn du schon so ein großes Ding hast, dann musst du. Ja, du bist doch einer, ey. Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Das ist das Problem, ne? Was willst du denn jetzt damit sagen, andeuten? So. Ein Hober mit Verschalung. Hey. So. Jo. Das ist aber jetzt kein Load hier, ne? Also das ist jetzt mit T4 Stein, aber T7 Blättern. Ja, das ist. Die haben ja eine unterschiedliche Tragkraft. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel schwere Steine nimmst und nimmst dann irgendwie die Low-Tier-Blätter, dann braucht der halt ewig. Ja? Wenn du dann bessere Tier-Blätter hast, so wie ich jetzt, dann kannst du halt auch mit den leichten Steinen mehr oder was anderes rausholen, als wenn du da die Popel liegen hast. So, wir testen das ganze Ding nochmal mit Verschalung. Eine. Ja. Bombenmäßig. Weiß nicht, ob du ihn sehen kannst. Oh, da habe ich eine falsche Ecke benutzt. Nee, im Moment nicht, aber machst halt einfach mal einen Screenshot und schickst mir dann. Nur wenn du fertig bist mit Laden, dann kannst du es hier auch angucken. Ja, er lässt sich also schon sehr gut fahren. So, jetzt haben wir ihn mal umgedreht. Und selbst dann fährt er noch ganz normal weiter. Also du könntest auch im umgedrehten Sinne einfach weiterfahren und einfach weiter heilen. Das ist Ja, ich nice, weiß. ey. Du fährst natürlich dann mit rechts links und mit links rechts, ja. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon etwas länger als du. Ja, man merkt's. Du hast schon sehr viel negative Erfahrung gemacht, ne? Na, was heißt negative Erfahrung? Das würde ich jetzt nicht sagen. Man könnte natürlich jetzt einfach hinten weitermachen. Was war das? Guck mal, Ladung. Ach nee, das war. Mein Rank Battle.
Also machen wir unseren Hovercraft weiter. Den wir ein wenig nach vorne schieben. Denn der ist einfach zu weit vorne gelandet, hinten gelandet. Guck mal, noch zwei T7er Blätter. Na, ich weiß noch nicht, wo ich die dran packe. Ich muss, glaube ich, mal. Ja. Du, eine Hovercraft für was denn? Für Heilung oder was? Na egal, erstmal ein Hovercraft. Ich habe bisher noch keins zustande gekriegt, was in irgendeiner Weise gut ist. Also auf meinen jetzigen passen gerade mal 3 T7 ganz drauf. Das ist ein bisschen zu wenig. Also schneiden wir den in der Mitte durch. Und packen da noch welche dran. Dann da. Ja, wir machen das ja gerade produktiv aus dem professionell. Wie professionell? Ja. Natürlich machen wir das professionell. Hast du schon mal unprofessionell gemacht? Ja, Schule. Schule. Ah, komm, kennst du das doch. Nee, ich kenne das nicht. Ja, da. Yeah. Und fast fertig hier. Ja, wahrscheinlich wieder so ein riesen Megateil, ja, wo ich wieder 10.000 neue Steine für brauche. Ja, das Problem kenne ich irgendwie. Ja, man versucht immer irgendwie noch was Besseres zu machen und dann. Verdammt, verdammt, verdammt. Jo, ich habe ihn jetzt schon zweimal verplanert. Korpus ist fertig und er ist eigentlich sogar ganz cool. So, jetzt mein Problem. Wo tue ich jetzt das Lesen? Ich fliege nach oben Teile. Ja, ich habe jetzt zumindest schon mal so einen Rohkorpus einfach aus Schildern gebaut, was? Er muss natürlich auch eine gewisse Dicke haben, damit er nicht hier direkt One-Hit in der Ecke liegt. Was ist denn besser, vorne oder hinten seinen Sitz zu haben? Oder ist das eigentlich egal? Er redet jetzt von Dingsens. Ja, Hovercraft, irgendwie so, ob du da Erfahrung hast.
Beim Rover müsste es eigentlich so sein, dass es das Beste ist, dass du den möglichst weit unten hast. Ja, meiner ist ja weit unten. Das ist ja, der sitzt ja auf dem ersten Stein. Und wenn du einen Rover spielst, dann bist du ja meistens irgendwie in du stehst ja nicht frontal zum Gegner, sondern meistens ja irgendwie schief, was? Ja, ist halt immer Vorlieben und weniger schöne Vorlieben. Die Leute haben hier beim Hover. Ja, meine Steine reichen nicht. War ja wieder so klar. Hatte ich zwar eins gebaut und habe auch noch irgendwo diese Dauersteine gekriegt, hier die Dauerzeige schon, die Dingsteine gekriegt, aber da fielen mir so um die 700-800 Flops. Also so, weiß ich, 10 Level oder so. Was hast du hingekriegt? Ein Hover oder was? Ja, aber nicht fertig. Ja, man kann das, man kann das natürlich voll übertreiben, ja. Du kannst natürlich da 12.000 Schilde draufpacken, dann klappt es sowieso nicht. Also ich baue jetzt gerade einen komplett ohne Schild, damit man einen hat, den man überhaupt mal fliegen kann. Ja, ich denke mal, ich habe nicht übertrieben. Ja. Wobei der wahrscheinlich vorne drin. Ist immer die Frage, wie die Leute kämpfen, ja. Wenn du dich die ganze Zeit zur Seite drehst, ist natürlich Kacke. Bei mir ist das so, wenn bei mir ist jetzt ganz hinten einer, in der Mitte zwei, vorne zwei. Muss natürlich gucken, ob der jetzt noch fliegt. Wenn die dann halt vorne das Ding abschießen, sitzt du halt immer noch hinten drin und kannst immer noch weiterfliegen. Weiter planen. Ja, ist doch richtig so, oder? Ist doch cool. Ja. Fliegen tut er auch. Landen kann er auch. Und kommt auch gut hoch. Gucken, ob der hier im Berg hochkommt. Ja. Ich hab eher so ein bisschen Angst aus der Luft, was. Was ist, wenn ich Düsen dran mache? Wird er nicht stabiler von, ne? Ich glaube, ich pack dem noch zwei dazwischen. Ist mir, glaube ich, in der Mitte noch zu dünn. Ich muss sagen, ich habe ehrlich Angst von oben. Nur, dass von oben irgendwas kommt. Wie von oben? Bomber oder so. Das ist so mein größtes Bedenken. Ja, jetzt habe ich hier nur auf einer Seite gebaut, ne? Boah, ich Schweine. Was allmählich? Kann man der Sache, wo ich hin will, schon ein bisschen mehr.
Bei dir da, dein Gefährt oder was? Ja. Ja, stört ja nur mal Zeit 1, 2 dahinter. Ja, von oben kannst du ja Schilde dann machen, ne? Dass du oben einfach zwei Schilder drauf und fertig. Ja, ganz so leicht ist das nicht. Also ich zappe mir da gerade richtig einen ab, boy. Ja, jetzt ist es aber mittlerweile ein fettes Monster geworden. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr, ne? Was? Das ist zu fettes groß Monster. Wird. Ja. Alle schießen immer auf die Dicken. Hätte ich mal was richtig Böses gesagt, dass ich mir vergreifen konnte. Ja, aber so fliegt er doch was stabiler. 2, 4, 6, 7 Rotorblätter. Eins hinten, drei links, drei rechts. Ja, und fällt auch nicht um, wenn du irgendwo gegenfährst. Doch. Sehen tust es nicht, ne? Hast Stream immer noch aus, ne? Ich hab ihn nicht aus, aber ich hab den einfach nichts zugewiesen. Was hast du gerade für ein T-Auto? Im Moment noch bin ich noch Moment im Moment bin ich noch T6, aber ich habe kaum Flops dran. Kommt wieder Ewigkeiten die Werbung. Ehrlich, könntest du was für die Werbung nicht für dich schlagen, oder Witz? Nicht weil da Werbung ist, sondern weil die Werbung einfach so dumm ist. Also T7 Kanonen passen da nicht so viele drauf. Das ist eher für T4. Oh ja, du hast, das ist sehr windschnittig gebaut, ne? Also du hast gut mit Dings gearbeitet. Ja. Na, natürlich halt ziemlich orange. Und von Weitem denkt man natürlich nicht, dass du irgendwie in irgendeiner Weise auch ansatzweise Dings bist. Dass ich die was bin? Das... Ja, Entschuldigung, ich höre mich doppelt, deswegen ist es schon krass. Wenn man dich von Weitem sieht, sieht es halt nicht so aus, als ob du... So, ich kann keine Dinger mehr dran machen. Nee, ja, aber guck mal, Alter, du kannst ringsrum kannst du Schilder dran pappen, ja? Da Dinge kannst du komplett verschildern. Und sogar noch welche oben links und rechts auf deinen Fühlern. Also ich, doch, das gefällt mir. Und siehst aus, als wärst du ein Panzer und keine. Ja, sag ich doch. Keiner denkt, du bist ein... Keiner denkt, du wärst ein Hover. Jo. Ja. Und es ist halt immer noch T6. Also, ja, trotz voll mit Waffen bestückt und Schilder drauf. Also man kann damit relativ früh was anfangen.
Genau, zwei Das ist Düsen. so. Was denn? Das ist einfach nur episch, wenn man das ständig doppelt hört. Man könnte jetzt auch zum Beispiel hinten die beiden wegmachen und einfach zwei Düsen dran, dann bist du noch ein bisschen schneller. Dann hast du natürlich zwei Schilder weniger. Oder gehen die davor? Ja, je nachdem, was du für Schilder nimmst, wahrscheinlich schon, ne? Ja, ist ja logisch. Ja, könnt halt voll die krassen Schilder da dran machen, ja? Habe ich davon noch welche? Nee. Aber ich könnte das rechte Schild nach links tun. Ja. Ja, das Ding, da kannst du komplett drumrum, kannst du das mit Schildern einkleiden. So viele Flächen sind da. Ich sehe es. Also, dasselbe kann ich hinten machen mit den Schildern. Ja, dann kannst du die davor setzen, die passen genau da dran. Dann wärst du eigentlich ringsrum geschützt, außer dann von oben halt, wenn es so rum haben wird. Ist eigentlich ganz nice. Ich behalte ihn. So, Video Ende.